Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir in diesem Video ein paar Expertentipps für die Qualitätsauswahl. Das heißt, wenn du dir eine schicke Pflanze kaufst, worauf musst du achten? Das heißt, wir fangen auch gleich mal an. Das erste Thema, was ich dir wirklich ans Herz legen muss, ist Schädlinge. Gucke wirklich ganz genau, ob die Pflanze Schädlinge hat. Das heißt, so die Hauptsache, also ich zeige dir zum Beispiel, oder ich zähle jetzt einfach mal ein paar Standards auf. Das sind zum Beispiel Tripse. Ich zeige dir auch höchstwahrscheinlich an irgendeiner Seite gleich ein schickes Bild dazu. Das sind zum Beispiel Tripse. Das sind so kleine 1, 2 mm schwarze, leicht längliche Viecher. Die sitzen gerne auf der Blattrückseite und fressen sozusagen so ganz allmählich die Pflanze auf. Das heißt, die saugen sozusagen den Saft raus und sie sind extrem schwer wegzukriegen, weil die Dinger können springen. Sie können auch ein bisschen sich in die Erde einbuddeln. Und das heißt, wenn ihr auf einer Pflanze Tripse habt, habt ihr eigentlich verloren. Also, oder habt ihr sozusagen sehr schlecht oder es dauert sehr lange, bis ihr sie wirklich komplett loswerdet. Das heißt, achtet wirklich auf Schädlinge. Das heißt, wenn ihr irgendwie, ihr habt eure Lieblingspflanze oder ihr seht eure Lieblingspflanze und sie hat Schädlinge, kauft sie nicht wirklich. Es macht keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr ein paar Pflanzen habt oder ihr stellt sie zu anderen Pflanzen, ihr kriegt halt einfach nur sehr viel Stress damit. Und das ist sozusagen so für mich der Hauptgrund, den ich dir sozusagen mitgeben würde. Das heißt, Tripse, dann gibt es noch kleine Spinnenmilben, sind eigentlich leicht zu erkennen. Dadurch, dass sie so kleine spinnenartige Gewebe bilden, ne, meistens dann halt zwischen Blättern oder auf den Blättern, dann habt ihr da so einen kleinen, wie so ein kleines Spinnennetz mit so richtig so richtig kleinen Viechern, die da drauf sitzen und eigentlich genau das gleiche tun wie die Tripse halt auch. Dann gibt es zum Beispiel noch Wollläuse, die ich persönlich eigentlich ganz süß finde. Das sind eigentlich auch kleinere Viecher, die so ein bisschen wollig aussehen. Das heißt, die sind eigentlich sind sie ganz süß, aber ihr wollt sie halt leider auch nicht auf euren Pflanzen haben. Das heißt, die sitzen eigentlich auch in der Erde oder auch zum Beispiel in den Blattachsen. Das heißt, da, wo ein neues Blatt rauskommt, genau hier in der Achse sitzen sie gerne drin. Genau, dann gibt es zum Beispiel noch die Trauermücken. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Also ihr kennt sie jetzt nicht direkt, sondern was ihr halt machen könnt, wenn ihr euch zum Beispiel eine Pflanze kauft, wie zum Beispiel diese Alokasia hier, dann könnt ihr hier mal so ein bisschen auf die Erde touchen oder mal gucken, ob da sich halt irgendwas bewegt oder irgendwas wegfliegt. Trauermücken sind zum Beispiel kleinere Fliegen, die aussehen, oder sie sind vergleichbar mit zum Beispiel Fruchtfliegen, ähnlich groß. Was machen sie? Sie bestehen eigentlich aus zwei Teilen. Einmal der Mücke an sich. Das heißt, sie fliegen halt rum, setzen sich dann sozusagen auf die Erde und legen dann die Eier in die Erde. Die werden dann zu kleinen Raupen. Diese Raupen fressen sich dann halt durch eure Wurzeln, durch Kartoffeln, durch alles durch, bis sie dann sozusagen erwachsen werden und dann zur Trauermücke werden. Das heißt, ihr müsst dann letztendlich zwei Sachen bekämpfen. Einmal die fliegenden Viecher und die Dinger in der Erde. Richtig schwierig. Das heißt, Trauermücken und Tripse sind sozusagen für mich die am schwierigsten wegzukriegenden Dinger oder Schädlinge. Achtet da wirklich drauf. Das heißt, diese Trauermücken, die seht ihr halt wirklich eher nur, wenn ihr halt mal so ein bisschen so über so ein paar Pflanzen rüber guckt und ihr seht da manchmal so ein bis zwei Trauermücken rumfliegen, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit euch Trauermücken in die Wohnung holt. Ne? Okay. Das heißt, habt da wirklich ein Auge drauf. Das heißt, guckt euch die Pflanze wirklich ganz genau an. Das heißt, von oben, besonders die Blattrückseiten. Das hier ist zum Beispiel eine Alocasia auporo antoro. Habe ich mir für 15 Euro im Bauhaus gekauft. Fand ich eigentlich sehr schön, weil sie so einen richtig schönen schwarzen Blätter hat.
Genau, guckt halt wirklich auf den Rückseiten, ob da halt irgendwas ist, ob da irgendwas rumschmiert, rumkriecht. Schaut euch die Pflanze an solche ganz gut an. Schädlinge, wirklich. Ich habe schon so viele Pflanzen in Bauhäusern oder in irgendwelchen Pflanzenhallen gesehen, die halt wirklich gut aussahen, auch zu dem Preis. Aber dann gucke ich mir so ein bisschen so die Blattrückseite an und dann sitzen da halt einfach so eine kleine türkische Großfamilie an, an Wollläusen drauf. ich finde sie ganz süß, weil sie so ein bisschen flauschig, so ein bisschen wollig sind. Aber nee, da wollt ihr ja nicht drauf haben. Die zweite Sache ist zum Beispiel die Art natürlich der Pflanze, die ihr euch kauft. Gerade wenn ihr jetzt so ein bisschen neu in dem Thema seid, würde ich euch zum Beispiel, ich persönlich würde euch keine Alokasie empfehlen. Das heißt, Alokasien oder vielleicht, ich habe so ein kleines Problem mit Alokasien, weil sie so leicht zickig sind. Andere haben wirklich keine Probleme damit und ne, aber ich kann wirklich alles halten, außer Alokasien, gerade wenn ihr so eine schöne Freideck seht oder so, oder eine variegierte Freideck. Da fangt damit auch gar nicht erst an mit irgendwelchen variegierten Pflanzen, gerade wenn ihr neu seid, sondern sucht euch vielleicht erstmal irgendwas Einfaches, wie zum Beispiel hier so eine typische Syngonie zum Beispiel. Das heißt, wenn wirklich mal was schief geht, dass ihr dann halt irgendwie immer noch die Möglichkeit habt, die Pflanze zu retten oder Ableger zu schneiden. Das heißt, hier seht ihr das ganz gut. Hier diese Pflanze besteht halt eigentlich so aus mehreren Stücken. Und hier kommt zum Beispiel eine Luftwurzel raus. Und kurz da unten drunter würde ich halt abschneiden, damit ihr die Pflanze wirklich nochmal rettet, wenn was schief geht. Also suche ich mir zum Beispiel meine Pflanzen aus, dass ich mir halt Pflanzen aussuche, wo ich sage, ah, okay, die Pflanze ist zum Beispiel schon so groß, dass wenn irgendwas mit den Wurzeln schief geht oder ich sie falsch angucke oder man weiß immer oder man weiß nie so genau, dass ihr dann sozusagen immer noch die Möglichkeit habt, zur Not immer noch einen kleinen Steckling draus zu machen. Syngonien sind da halt wirklich ganz einfach, was so die Vermehrung angeht. Genau. Also sozusagen so die Art der Pflanze. Das heißt, ich gucke halt wirklich, wie groß ist die Pflanze? Ne, kann ich zum Beispiel, oder ich vergleiche halt zum Beispiel ein bis zwei Pflanzen und kann sagen, ah, guck mal, die Pflanze ist schon ein bisschen größer. Da würde es sich zum Beispiel halt auch lohnen, schon vielleicht mal ein Steckling drauf zu machen. Dann habe ich zur Not halt schon zwei Stück davon. Wenn es angeht, dann kann ich es halt immer noch irgendwie verschenken oder ich topfe die beiden Pflanzen dann zusammen, dann sieht es ein bisschen voller aus. Genau, die Art der Pflanze. Zum Beispiel, hier, ich habe ja euch noch so ein, zum Beispiel einen Philodendron Silversword mitgebracht. Der Philodendron verhalten sich eigentlich größtenteils so ähnlich wie Syngonien. Das heißt, hier seht ihr halt auch ganz schön, ah ja, ich weiß, er kriegt zu wenig Licht. Aber ihr seht zum Beispiel an diesem Stab hier, dass sie sich halt eigentlich so ähnlich verhalten wie Syngonien. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich schneiden wollen würde oder Ableger schneiden würde, das hier ist der Wachstumspunkt. Hier kommt eine neue Pflanze raus. Das heißt, was ich jetzt wirklich machen würde, ich würde halt irgendwie immer so 50-50 sagen. Das heißt, hier wäre der nächste Wachstumspunkt, weil da seht ihr halt auch schon, da kommen so ein paar kleine Wurzeln raus. Das heißt, ich würde eigentlich immer so 50-50 sagen. Das heißt, ihr guckt euch so die Strecke an, sagt 50-50 hier schneiden, 50-50 hier ist der nächste, schneide ich da ab, macht ein bisschen Zimt drauf und dann ist die Sache gegessen. So, dann kann euch jetzt erstmal nicht so wirklich viel passieren, wenn ihr euch jetzt eine neue Pflanze kauft. Das heißt, ich würde eigentlich mir persönlich keine Pflanze kaufen, die so wirklich neu oder so im Babystadium ist, weil da ist mir die Chance einfach viel zu groß, dass die Pflanze noch keine richtigen Wurzeln hat. Oder ich halt zur Not halt auch wirklich keinen Ableger schneiden kann. Das ist halt eigentlich immer so meins. Für mich muss halt eine Pflanze schon so eine Größe haben, wo ich jetzt sage, oh, okay, wenn die Pflanze mein Wasser nicht mag oder ich wirklich mal vergesse, dass ich dann zur Not immer fix schneiden kann und sozusagen, dass das nicht, dass ich die Pflanze nicht umsonst gekauft habe. Ne? Das finde ich persönlich eigentlich immer ganz wichtig. Ich verstehe aber, wenn man
nicht so das Budget hat oder sehen oder weiß, okay, mag ich die Pflanze, komme ich mit der zurecht, dass man erstmal eine kleine Pflanze holt? Alles verständlich, alles super. Genau, natürlich, wie sieht die Pflanze im Allgemeinen aus? Ist dann natürlich auch ganz wichtig, hat die Pflanze halt irgendwelche Macken, zum Beispiel hier die Gloriosum hier. Zum Beispiel das Blatt, sieht das Blatt zum Beispiel so aus, dann ist das noch normal, weil die Pflanze sozusagen die Energie in neues Blatt steckt. Ne? Deswegen hier zieht die Pflanze so ganz allmählich sozusagen die Energie aus dem Blatt raus, um ein neues großes Blatt zu machen. In dem Fall hier unten, genau, da sieht man das, da dieser kleine rote Stängel da, da kommt gleich eine neue Pflanze raus oder ein neues Blatt raus. So einfach ist es dann doch nicht. Vergleicht die Pflanze rein von den Größen her, guckt, dass die Blätter halt alle wirklich gut sind, sind da halt irgendwelche Kratzer, irgendwelche Schnitte drin. Denn ihr müsst halt letztendlich schon sagen, oder ihr kennt halt schon ein bisschen so an den Blättern, ob es der Pflanze gut geht oder nicht. Ne, gerade wenn die Pflanze schon ein neues Blatt hat, dann, oder ein neues Blatt kriegt, dann ist das auch immer ein sehr gutes Zeichen, dass die Wurzeln in Ordnung sind. Wenn dann die Blätter aber irgendwie alle so aussehen oder da sind dann halt irgendwelche schwarzen Ränder an den Blättern oder die Blätter sehen irgendwie anders aus als das hier oder sie sind nicht gelb, ne? Dann ist das eigentlich immer ein nicht so gutes Zeichen. Eine andere Sache, die ich euch auch empfehlen könnte, wäre, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine Pflanze kauft. Nehmen wir mal an, jetzt muss ich ein bisschen was wegstellen, weil ansonsten steht jetzt hier alles im Weg. So, nehmen wir mal an, ihr habt eine Pflanze oder ihr habt euch eine Pflanze ausgesucht, wie zum Beispiel diese Alokasia hier. Oder zum Beispiel bei Alokasien ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Oder generell, ihr könnt halt auch darauf achten, wenn ihr jetzt so ein bisschen an dem Boden guckt, wie viele Pflanzen sind in dem Topf. Das mache ich eigentlich auch immer sehr gerne. Das heißt, manchmal sind halt in den Töpfen mehr als eine Pflanze drin, ne? Obwohl da dran steht, okay, das ist eigentlich nur eine Pflanze, die kostet irgendwie 15 Euro. Aber manchmal kriegt die Pflanze noch irgendwelche kleinen Ableger oder so kleine Nebentriebe oder manchmal sind halt auch zwei oder drei Stück drin. Achtet da bitte drauf. Das heißt, ich persönlich würde halt nicht die größte Pflanze nehmen, wo nur eine Pflanze drin ist, sondern ich würde dann halt in dem Fall, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ich würde zum Beispiel die Pflanze nehmen mit zwei oder drei Pflanzen drin, die dann vielleicht nur die Hälfte so groß sind oder so. Das heißt, ich habe halt zur Not immer noch ein Backup und ich kaufe nicht eine, sondern drei Pflanzen für den gleichen Preis. Das mache ich eigentlich immer sehr gerne. Gerade bei Philodendren, Monstera, Syngonien, da kommen halt vielleicht irgendwelche Nebentriebe rauf oder heraus oder da sind einfach mehrere Pflanzen drin. Achtet da wirklich drauf. Dass ihr das im Blick habt, wie viele Pflanzen ihr da halt wirklich kauft. Gerade so in Bauhäusern oder bei IKEA zum Beispiel, also nicht bei Pflanzencentern, weil da achten die Verkäufer natürlich drauf und separieren die Pflanzen, ne? Das sind dann sozusagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Bauhaus gehen würdet oder irgendeinem anderen Pflanzenshop, ja. Die sehen dann halt natürlich, ah, guck mal, da kommt so ein kleiner Nebentrieb raus, den entfernen wir dann natürlich und verkaufen dir den als kleine Babypflanze. Ne? Ist natürlich okay, aber man sollte da halt darauf achten, dass man guckt, wie viele Pflanzen da drin sind. Eine andere Sache ist zum Beispiel, apropos, wie viele Pflanzen sind da drin, zum Beispiel bei Alokasien ist es halt noch der Fall. Alokasien vermehren sich zum Beispiel durch Rhizome. Das sind so kleine Knollen, die sitzen hier tief in der Erde und daraus kommt dann die Pflanze. Und wie vermehren sich zum Beispiel Alokasien? Die vermehren sich auch durch Rhizome. Das heißt, irgendwann fängt die Pflanze an, hier so einen kleinen Nebentrieb zu bilden. Dann fängt die Pflanze an, so ganz kleine Rhizome zu bilden und die dann halt auch wieder nach oben wachsen. Das heißt, irgendwo hier an der Pflanze könnten zum Beispiel kleine neue Baby Alocasia oporo antoro rauskommen. Dieser Name. Egal. Genau, das heißt Pflanzenshops oder die das halt wirklich beruflich machen oder ausschließlich,
die, wenn sie Pflanzen natürlich einkaufen, die machen natürlich das Gleiche. Also die nehmen die Pflanze halt erstmal raus, sammeln die ganzen Knollen halt raus, stecken die in kleine Babytöpfe und dann findet ihr die halt sozusagen als Baby-Anthurie für 5 bis 10 Euro. Was ich gesehen habe oder was ich festgestellt habe, zum Beispiel bei IKEA zum Beispiel, wenn ihr bei IKEA Anthurien kauft, Alokasia kauft, da sind wirklich zum Beispiel, oder zumindest bei den Alokasien, die ich gekauft habe, waren da wirklich sehr viele Rhizome drin. Das heißt, die machen sich halt nicht die Mühe, um die Pflanze halt einmal rauszuholen oder die Rhizome halt rauszusammeln. Ne? Das ist zum Beispiel halt auch noch ganz cool bei den Alokasien. Das heißt, wenn ihr in den Pflanzenshop geht oder in irgendein Ladengeschäft geht, was nicht ausschließlich Pflanzen verkauft, dass dann die Chance da ist, dass dann halt irgendwelche kleinen Baby-Rhizome schon hier in der Erde sind. Oder zum Beispiel genau, meistens seht ihr das dann halt schon, dass denn hier oben oder in der Nähe von der Hauptpflanze so kleine Blätter rauskommen. Das ist dann eigentlich auch zumindest ein sehr gutes Zeichen, dass die Pflanze hier unten drunter schon so gesund aussieht oder so gesund ist, dass sich schon kleine neue Seitentriebe bildet. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Genau, und hier natürlich bei Alokasien ist natürlich wieder so der Sonderfall. Alokasien haben gefühlt irgendwas um die 5 Blätter. Wenn du mehr hast, dann kannst du dich geehrt fühlen, weil du dann sozusagen so dich so perfekt um die Pflanze kümmerst, dass sie mehr als 5 oder 4, 5 Blätter kriegt. Das heißt, ein Blatt hängt irgendwie immer runter. Das ist bei Alokasien wirklich völlig normal, denn wenn ein Blatt sozusagen runterhängt, dann zieht sie sozusagen auch wieder die Kraft aus diesem Blatt, weil sie gerade Neues schießt. Das ist völlig normal, dass eigentlich immer ein Blatt, und das sieht doof aus, könnte abschneiden, macht halt aber nichts. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Alokasie findet, die jetzt gerade anfängt, eine neue Blüte zu schießen, das ist mir persönlich jetzt auch zum ersten Mal passiert. Oder ich sehe halt auch eine Alokasie-Blüte wirklich zum allerersten Mal, dann ist das zwar sehr schön, weil die Pflanze auch schon sehr groß ist und sozusagen sich schon so akklimatisiert hat, dass sie, also es ist ein gutes Zeichen. Ich persönlich würde sie sofort abschneiden, denn es ist halt, also gerade halt für Neulinge, gerade halt so eine Blüte zu produzieren, das ist für die Pflanze echt mega stressig. Es verbraucht extremst viel Energie und es lohnt sich halt eigentlich nicht. Das heißt auch so wie bei voll variegierten Blättern einfach abschneiden und dass ihr dann sozusagen so die Blätter behaltet, denn meistens verliert ihr halt auch sehr viele Blätter dabei. Das heißt, wenn ihr sowas seht, dann ist das eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, weil die Pflanze schon sehr groß ist. Ich persönlich würde es immer sofort abschneiden, aber es ist halt sozusagen eure Sache. Das heißt, die generelle, wie sieht die Pflanze aus? Gefallen mir die Blätter? Oh, wie viele Blätter haben sie denn? Das heißt, bei Alokasien könnt ihr dann halt auch gerne mal nachzählen, wie viele Blätter sie haben, wie viele Blätter die Pflanze hat. Ne, zum Beispiel, ihr könnt halt auch Größen vergleichen oder ihr könnt euch mal so generell so die Erde mal angucken, wie sieht die Erde aus. Ihr könnt da vielleicht halt auch mal so ein bisschen mit dem Finger reinbohren, also jetzt nicht ne, sondern so ein bisschen so die Oberfläche. Ob die wirklich komplett nass und feucht ist, das ist halt auch immer kein gutes Zeichen. Also entweder die Pflanze wurde wirklich gerade frisch gegossen, dann ist das in Ordnung. Staubtrocken wie die Wüste sollte es jetzt auch nicht sein. Genau. Zum Beispiel dann könnt ihr halt auch wirklich, wenn ihr halt euch so ein bisschen unsicher seid, dann könnt ihr halt auch so ein bisschen an der Pflanze so ein bisschen rumrütteln, ob sie wirklich fest im Topf ist, oder ob die Wurzeln eigentlich komplett matsch sind. Ne, meistens sieht man das dann halt auch, weil die Blätter dann halt alle schon nach unten zeigen. Das sollte halt eigentlich auch nicht sein. Aber ne, das ist eigentlich auch mal ein gutes Zeichen. Das heißt, entweder die Pflanze wurde gerade frisch umgetopft, dann fällt das halt auch runter. Aber ne, zum Beispiel müssen wir halt so ein bisschen, also jetzt nicht dran ziehen, aber ne, ob die Pflanze wirklich gut eingewurzelt ist, das kann man halt auch immer noch machen. Eine andere Sache ist, was ich eigentlich wirklich auch immer sehr gerne mache, ich gucke mir hier unten die Löcher an, Moment, jetzt gerade nicht, dass mir alles rausfällt, und gucke, ob ich da halt irgendwelche Wurzeln sehe. Das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen. Also hier sieht man zum Beispiel, dass sich hier eine Wurzel halt einmal quer rumgedreht hat. Dann kann ich das noch mehr drehen, jetzt fällt mir alles raus.
Genau, und ich gucke mir die Unterseiten an und gucke, ob da unten schon Wurzeln sind. Wenn Wurzeln drin sind, dann ist es wirklich ein sehr gutes Zeichen. Denn die Pflanze ist wirklich schon so tief in dem Topf eingewurzelt, dass sie hier unten angekommen ist. Und das ist halt eigentlich einfach her, oder es wird dann sozusagen einfach her für euch, die Pflanze am Leben zu erhalten. Denn je mehr Wurzeln sie hat, desto einfacher ist es. Oder je größer, desto einfacher. Genau. Das heißt, ich glaube, ihr habt jetzt schon alles gesehen, oder ich habe euch jetzt sozusagen schon alles mitgegeben, was ich euch sagen wollen würde. Das heißt, Syngonien sind sehr einfach, Philodendren sind sehr einfach, weil man sie halt wirklich an jeder Ecke abschneiden kann. Alokasia sind generell, so wie ich es mitgekriegt habe, ein bisschen zickig, gerade was so Leitungswasser, pH-Wert und Mineralien angeht. Ich habe da auch mal wirklich eine sehr schöne Friedeck gesehen im Bauhaus. Die war sehr stark reduziert. Ja, warum? Weil die Wurzeln alle matsch waren. Ich habe sie dann versucht zu retten, aber hat dann halt auch nicht funktioniert. Das heißt, mir ist dann halt wirklich das Rhizom von unten nach oben einfach weggematscht. Das ist halt auch nicht schön. Genau, die allgemeine Größe der Pflanze, ist die Pflanze wirklich für euch wirklich groß und schön? Sieht sie vielleicht irgendwie ein bisschen traurig aus? Hängen die Blätter nach unten? Oh, jetzt hat es irgendwo Knack gemacht. Hängen die Blätter irgendwo nach unten? Sieht die Pflanze für dich wirklich gesund aus? Aber wirklich achte auf die Schädlinge. Gerade wenn ihr nur eine Pflanze habt, dann ist das völlig, völlig egal, weil dann können die nicht irgendwo rüberspringen. Aber ansonsten fangt ihr dann halt an, wenn ihr den dann schön nebeneinander stellt, dann springen die oder krauchen die irgendwo anders hin und dann werdet ihr sie nicht los. Dann sieht die Pflanze wieder komisch aus, weil sie zerbissen wurde. Dann seht ihr das nicht. Oder ihr braucht dann irgendwie Chemiekeule und dann habt ihr vielleicht noch Tiere und das ist es dann halt einfach nicht. Das ist dann die Pflanze wirklich nicht wert. Und ich finde halt auch, dass gerade für Anfänger oder für so mittlere Fortgeschrittene, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schöne Pflanzen gibt, die irgendwie 5, 10, 20 € kosten. Ne, ich habe ja vor ein paar, also die hier hat zum Beispiel halt auch 15 € gekostet. Warum habe ich sie mitgenommen? Weil es sozusagen die erste und einzigste Pflanze ist, die wirklich so richtig schöne, dunkle, leicht bläulich angehauchte Blätter hat. Ich hoffe, dass sie mir nicht eingeht. Sei es jetzt hier so eine Syngonien, finde ich halt auch eigentlich immer ganz schick, auch so eine typische Bauhauspflanze. Es gibt, also ich finde, dass so die Bauhäuser an sich wirklich schon eine sehr gute Auswahl haben, inzwischen. Und da findet ihr halt wirklich schon, oder einen Philodendron Bilitei habe ich auch für 15 € gekriegt, eine Anthurie. Ich habe hier meinen kleinen Knoblauch getauft oder so, weil die hat halt unten wirklich so einen kleinen Knubbel. Die hat auch 15 € gekostet. Und es gibt wirklich schon sehr gute Pflanzen für wenig Geld, die schon wirklich sehr widerstandsfähig sind. Syngonien ist da sozusagen auf der Platzreiter Nummer 1 auf meiner Widerstandsfähigkeitsliste. Dann kommt Philodendron. Zusammen mit Monstera auf Platz 2, gerade so die Deliciosa da hinten, und dann würde für mich an vierter Stelle die Alocasia kommen. Heuer könnt ihr natürlich auch kaufen. Genau. Das war's. Heute mal ein bisschen kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt, ne? Vielleicht, worauf achtet ihr denn zum Beispiel, wenn ihr neue Pflanzen kauft? Habt ihr vielleicht auch, oder achtet ihr vielleicht noch auf ganz andere Sachen? Das würde mich vielleicht auch interessieren. Oder habt ihr vielleicht so einen kleinen Sonderladen, wo ihr meint, boah, zu dem gehe ich gerne, weil da sind eigentlich immer 5 anstatt 2 Pflanzen drin, oder der gibt mir immer eine Pflanze umsonst mit dazu. Das würde mich zum Beispiel interessieren, wenn sozusagen auf was ihr achtet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder einschaltet. Das ist sozusagen unser fester Termin. Sonntag um 10 Uhr. Es kann sein, dass ich anfange, mittwochs noch ein Video hochzuladen. Je nachdem, das ist aber Bonus. Ne, wenn Benny viel, viel Lust und Kraft hat, dann kommt vielleicht Mittwoch noch eins. Aber Sonntag um 10 Uhr ist sozusagen unser Standard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Ihr gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar oder irgendwie sowas. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Wuff. Und bis nächste Mal. Ciao, ciao.